und ein weihnachtliches Hallo aus Palma. Ich weiß jetzt gar nicht, was heute noch macht. Das jetzt gibt kurz ein Video. Ich bin kurz auf dem Weg zum Mercat Olivar. Muss da noch ein paar, beziehungsweise können da noch ein paar Sachen kaufen für unser Weihnachtsessen heute Abend. Und ja, wie üblich mal wieder ein kurzes Video dabei auf dem Weg zum Mercat Olivar. Wie gesagt, ich bräuchte noch frischen Meerrettich. Den habe ich jetzt noch nirgendwo bekommen. Alles andere habe ich für unser Weihnachtsessen, für unser Heiligabendessen mit Freunden, die heute kommen. Und jetzt laufen wir mal kurz durch Palma. Ich laufe mal kurz anders, ich laufe mal kurz einmal hier die Treppen hoch. Und nehme ich euch ein paar Minuten mit. Ich weiß es auch noch nicht genau im Moment, kein Plan, wann ich genau dieses Video hochstelle. Wir werden nachher auch vielleicht noch, wenn es klappt, kurz ein YouTube-Video live aus dem Laden machen. Entweder kommt das online nach dem Video oder es war online vor dem Video. Müssen wir mal schauen. Müsst ihr dann mal schauen, ob das Live-Video vorher oder nachher kommt. Oder ob es aus irgendeinem Grund gar nicht klappt und gar nicht kommt. Aber ich denke mal, es sollte irgendwie funktionieren. So, einmal hier vorbei am Rathaus. Wir haben heute einen Heiligabend auch wieder. Bestes Wetter. Alle Gäste, Touristen, die gerade da sind, sind total happy, weil blauer Himmel, 20 Grad. Also Wetter ist wirklich tipptopp seit Tagen. Schreibt doch mal rein in die Kommentare, was ihr so heute am Heiligabend macht. Was gibt es bei euch zu essen? Seid ihr mit Familie? Seid ihr verreist? Seid ihr mit Freunden? Einfach mal was in die Kommentare reinschreiben. Was ihr so an den Weihnachtstag macht. Wir sind ganz gut verplant. Ich weiß jetzt noch nicht genau, ob es klappt, dass ich mich morgen auch kurz mit dem Sven treffe für die. Müssen wir mal schauen. Dann werde ich ihm nachher nochmal anschreiben. Auf jeden Fall haben wir heute noch bis ca. 15 Uhr, 15.30 Uhr, 16 Uhr im Can Gourmet geöffnet. Und dann geht es nach Hause und dann fange ich an, Essen vorzubereiten. Dann kommen heute Abend die Freunde und dann gibt es lecker Heiligabend, happy, happy. Neu gepflanzte Palmen hier auf dem Weg zum Plaza Mayor. Ganz neu. Ganz junge Palmen noch.
Links gibt es frische Kastanien. Auf dem Plaza Mayor war kurz Weihnachtsmusik, da habe ich mal kurz abgeschaltet. Müssen wir nachher nochmal schauen. Dass ich die Musik dann nochmal rausnehme. Da kamen gerade die ersten Weihnachtspullover raus, aus dem Laden. Habe ich heute auch wieder einen von meinen beiden Weihnachtspullovern, Winterpullovern, die ich habe. Wie ist das Wetter gerade in Deutschland? Oder je nachdem, wo ihr gerade das Video seht, ich glaube, das Wetter ist in Deutschland auch wieder etwas besser geworden. Oder? Also etwas besser. Nicht mehr ganz so kalt, glaube ich, oder? Die Basilika des San Miguel, auch mitten in der Stadt. Wir haben ja ganz viele Kirchen hier. Mhm. Jetzt biegen wir hier mal kurz rechts ab. Dann sind wir nicht gleich beim Mercat Olivar. Und dann bin ich mal gespannt, wie voll der heute am Heiligabend ist. Weil wir wissen ja normalerweise, ich ja heute auch, am letzten Tag, wo man es braucht, geht man nochmal zum Einkaufen und muss die letzten Sachen holen. Jetzt schauen wir gleich mal, wie voll der Mercat Olivar ist und ob ich meinen frischen Meerrettich bekomme. Ab geht's zum Mercat Olivar. Ach, der ist gar nicht so voll heute. Ja, geht. Hätte ich eigentlich sogar, wenn ich ehrlich bin, etwas voller erwartet. So voll ist er gar nicht. Na doch, hier am Käsestand und hier ist doch schon einiges. Aber ich habe gedacht, es ist mehr los. Aber gut, das typische Weihnachten für die Spanier ist ja auch noch nicht. Weil die Spanier haben ja eigentlich erst am 6. Januar die Bescherung, wobei die meisten auch schon, ja, die meisten, die Kinder haben zwischenzeitlich, machen beides. Wir haben gerade wieder mit unserem Gin-Produzenten gesprochen, der Kinder hat seit Jahren. Die sagen, ja, wir machen zwischenzeitlich beides, weil natürlich auch viele deutsche Kinder, deutsche Freunde da sind. Und dann wird halt immer irgendwie an beiden Tagen gefeiert. Auf jeden Fall, die Mallorquiner sind immer kräftig dabei, wenn es Familie geht. Es geht jetzt tagelang mit Familientreffen, Essen und so weiter. So, schon mal schlechte Nachrichten für mich. Garbanzo Picante, also Meerrettich, frisch gibt es nicht. Und er von der Frutaria meinte gerade auch schon, ganz schwierig auf Mallorca, gibt es wohl auf dem ganzen Mercado nicht. Also ist Garbanzo Picante wohl eine Geschichte, die wirklich schwierig, also Meerrettich, frisch, schwierig zu bekommen ist auf Mallorca. Dann muss ich mein Rezept für heute Abend ein wenig abändern. Gucken wir mal noch kurz, was in der Fischhalle los ist. Auch gut was los, aber auch da habe ich schon Tage erlebt, wo wesentlich mehr los war als heute. Also ich muss sagen, da hatte ich hier schon andere Tage. Die Suche nach Meerrettich auf Mallorca ist jetzt wirklich gescheitert. Es gibt auch auf dem
Mercat Olivar keinen frischen Meerrettich. Hier oben die Calle Velasquez, da ist links Bad Dalburger. Sehr gut besuchter Burgerladen immer. Und die Calle Velasquez ist immer irgendwie, denkt man mal, eigentlich irgendwie eine coole Straße, aber irgendwie kennt sie trotzdem keiner. Und ja, auch eine reine Fußgängerzone hinterm Mercat Olivar. Ja. Was hier auf jeden Fall mal Besuch wert ist, immer wenn man gerne Burger isst, ist dann wirklich der Badal-Burger. Allerdings auch im Sommer vorher reservieren, weil auch da ist es sehr, sehr schwierig, einen Platz zu bekommen. Guckt mal, diese Schilder erinnern uns doch immer so ein bisschen an Vegas. Irgendwie in Amerika, diese alten Straßenschilder. Ach, guckt mal hier, da ist Galeria Velasquez, fast schon ein, da ist noch ein Laden drin, der offen hat, fast alles zu. Lost Place fast schon. Puh, und hier riecht es auch nach Feuchtigkeit und nach Schimmel drin, Wahnsinn. Puh, also auch sowas hast du ganz oft in Palma. Nicht ganz oft, aber echt ab und zu so alte, verlassene Galerien, die irgendwie zwischenzeitlich leer stehen und nicht mehr angenommen werden. Stoffläden. Ja, und von der Seite ist der Eingang in die Galeria Velasquez komplett zu. Hab ich denn noch Akku auf dem Mikro? Ja. Guck mal, und da dahinter ist ein kleiner Platz. Mit einem süßen kleinen Kaffee draußen, kleine Tapas-Coffee-Bar. Ich glaube. Und jetzt bin ich gerade in Straßen unterwegs, die ich auch noch nie gelaufen bin. Weiß nicht warum, aber irgendwie geht man üblicherweise immer seine anderen Wege, also die Wege, die gewohnten Wege. Und wo komme ich denn jetzt hier raus? Komme ich da eventuell in der Syndikat raus? Bin ich jetzt gerade gar nicht sicher von der Richtung. Könnte sein, dass ich gleich in der Calle Syndikat rauskomme. Tattoo-Laden ist komplett voll. Wir hatten nochmal zu Weihnachten Tattoos und Piercings gemacht. Genau. Kommen wir in der Calle Syndikat raus. Genau. Wenn man kaputtes Handy hat, hier in der Calle Syndikat ist ein Telefonreparatur nach der anderen. Kaputte Displays tauschen, Akku tauschen. Hier habt ihr wirklich zwischenzeitlich gefühlt jeder vierte Laden macht hier Handyreparaturen. Apple Shop ist auch in der Straße.
und hier ist gleich noch mehr Bewegung. Gut, ist auch ein bisschen enger, weiß ich nicht. Aber gleich ein bisschen mehr Bewegung noch als in der Miguel. Can Iberic, da gibt es immer schön viel Schinken und so Geschichten. Tattoo-Studios gibt es ja auch in der Straße. Also, Handy zur Reparatur und in der Zeit tätowieren lassen oder piercen lassen, seid ihr hier in der Syndicato absolut gut aufgehoben. Beziehungsweise habt auf jeden Fall eine große Auswahl an solchen Geschäften. Hier unten der Abgang zur Ladenzeile unterm Plaza Mayor, auch komplett geschlossen, soll ja komplett umgebaut werden. War aber auch die letzten Jahre immer weniger Läden drin, immer mehr Läden haben dort zugemacht. Und wurde immer mehr zum Lost Place, wo nur noch ein, zwei Geschäfte sich irgendwie lang gehalten haben. So, hier jetzt der Platz mit der Galera, meine alte Wirkungsstätte, weil hier gegenüber an dem Platz, da war früher mein kleiner Telekom-Shop, den ich früher gemacht habe. Der war hier an dem Platz. Im Sommer ist der Platz natürlich noch viel besser besucht, weil da haben dann alle Restaurants auf. Wir laufen mal die Straße hier runter. Hier hat viel zu. Hier links ist dann so ein kleiner Fruchtladen. Und ich glaube, in dieser Straße hier, wenn ich es richtig weiß, da ist diese ganz berühmte Schokolateria, wo alle hingehen. Da gibt es so richtig, das wäre eigentlich wieder mal was jetzt im Winter mit Sandra, wobei Sandra nicht so für Süßes ist, aber da gibt es so eine richtig schöne, dicke, heiße Schokolade. Ja, so typisch, wie es die Mallorquiner trinken, so richtig schön, kräftig, dickflüssig. Auch ganz versteckt diese Schokolateria. Muss man echt auch wissen, wo die Calle, ich glaube Calle Sank heißt die Straße, wo die ist, ist nämlich wirklich sehr, sehr versteckt. Sind wir hier am Vordereingang von der Kirche. Und die Kirche hat übrigens, die Kirche hier, hat übrigens im Sommer, ist am Santa Eulalia, ist auch am Plaza de Santa Eulalia. Und die Kirche Santa Eulalia hat im Sommer auch Terrassen. Ich war noch nie oben, aber hat in der Saison auf jeden Fall auch Terrassen, die man besuchen kann. Und hier sind wir jetzt fast wieder retour am Can Gomer, noch nicht ganz. Hier sind wir jetzt am
Cappuccino Hotel am Plaza Cort, am Hotel Cort. Und ja, dann bedanke ich mich an alle, wenn ihr das Video geschaut habt. Auf jeden Fall auch in dem Video nochmal frohe Weihnachten. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es vorher ein Live-Video noch gibt oder hinterher ein Live-Video oder ob wir es gar nicht schaffen. Schaut einfach mal nach, ob wir noch andere Videos von vor Weihnachten online haben. Hier haben wir diesen alten Olivenbaum, der damals gespendet wurde. Und seither steht er, ist jetzt auch eingezäunt, weil doch zu viele Leute einfach immer direkt zum Baum gegangen sind. Und ja, bleibt uns gewogen, bleibt gesund, gebt uns den Daumen nach oben, folgt uns, abonniert uns, drückt die Glocke, damit ihr immer informiert werdet, wenn es ein neues Video gibt. Liebe Grüße von Patrick von Cangourmet aus Palma. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.